Hallo und herzlich willkommen hier auf jurelda.de. Dieses Video dreht sich darum, die Aufgaben vorzurechnen, die auf der Homepage sind, zu Ebenen mit geraden Schneiden. Das sind genau die drei Aufgaben, die hinter mir stehen. Nun, ich hoffe, ihr habt es selber schon versucht, ansonsten verfolgt es genau. Wir haben hier die Ebene und die Gerade schon in der Koordinatenform. Wir müssen also nur noch die x1, x2 und x3 Zeile jeweils hier einsetzen. Das heißt, wir kommen hier zu 2 mal 4 plus t plus 4 mal die zweite Zahl, also 6 mal plus 2t. Plus 6 mal 2 plus 3t. Und das soll minus 12 sein. Jetzt müssen wir die linke Seite einfach mal ausmultiplizieren. Mal 4 gibt 8, 2 mal 1 gibt 2, 4 mal 6 gibt 24, 4 mal 2 gibt 8, 6 mal 2 gibt 12 und 3 mal 6 gibt 18. So, nun fassen wir mal die ganzen t's zusammen. 2t plus 4t plus 18t, 28t. Nun plus 8 plus 24 plus 12, also plus 4 und 40 ist gleich minus 12, minus 44, also 28t sind gleich minus 56, wir teilen durch 28 und erhalten, dass t gleich minus 2 ist. Nun setzen wir t gleich minus 2 hier oben ein und bekommen einen Ortsvektor zu S. (4, -2, 2, 6, -4, 2, 2, -6, -4). Das heißt, unser Schnittpunkt S hat die Koordinaten 2, 2, -4. So, kommen wir zu unserem zweiten Beispiel. Wir gehen hier genau gleich vor, wir setzen einfach ein, das heißt 4 plus 2t minus 3 mal 1 minus t minus 5 mal 3 plus t soll 17 sein. Wir multiplizieren einfach wieder alles aus. 4 plus 2t minus 3. Aufpassen, minus 3 mal minus t plus 3t minus 15 minus 5t gleich 17. Nun, 2t plus 3t minus 5t, naja, 2 plus 3 ist 5, minus 5 ist 0, das heißt, die t's fallen komplett weg. Rechnen wir noch die Ziffern zusammen, 4, 3, minus 15 und 17 hier drüben, bringen ja, wir hier zusammen, 4, minus 3, 1, minus 15, also minus 14, soll gleich 17 sein. Naja, ihr seht, dass diese Gleichung natürlich nicht stimmen kann. Minus 14 ist niemals 17, außerdem sind alle t's weggefallen. Das heißt, wir haben hier einen Widerspruch. Und das führt uns dazu, dass g e wohl nicht schneidet. Also g in dem Fall parallel zur Ebene e, weil wenn sie nicht parallel werden, wäre auf jeden Fall ein Schnittpunkt vorhanden. Das heißt, wir wissen, sie sind parallel. So, zum nächsten Beispiel. Wir setzen einfach auch wieder g in die Ebene e ein. 3 plus t minus 6 mal 5 plus t
plus 5 mal 7 plus t. Soll 8 sein. Wir rechnen wieder aus. 6 mal 5 minus 30 minus 6t plus 35 plus 5t gleich 8. So, t minus 6t ist minus 5t plus 5t, wir haben wieder 0t, das heißt t fällt schon wieder raus. Rechnen wir noch weiter, 3 minus 30 plus 35 gibt 8, das heißt hier steht 8 gleich 8. Nun, wir haben jetzt den Fall, dass das natürlich stimmt. Das stimmt, egal was für t ich einsetze. Das heißt, egal was ich hier für ein t einsetze, der Punkt liegt auf jeden Fall in der Ebene e. Das heißt, die ganze Gerade liegt natürlich auch schon in e. Das heißt, g ist in e. G liegt in e. Das sind also alle drei Fälle, die vorkommen können. Ebene mit Gerade gibt einen Schnittpunkt. Ebene und Gerade sind parallel. Und die Gerade G liegt einfach in der Ebene.